Wenn das so weitergeht, haben wir gleich einen richtig großen Trupp. Nach Ja, der muss Stunden. auch überleben. Man muss ihn auch ernähren können. Wo bist du? Ja. Ach, hast du gefragt. Wir müssen nicht Dann überleben. würde ich sagen, wenn man so viele Leute hat, dann würde ich auch nicht hier hingehen. Also dann wäre mir das hier auch zu riskant. Dann würde ich eher sagen, lass mal zum Staudamm gehen. Weil da ist echt geil. Ja, Zumal lass so mal ein erst. Roboter auch ablenken kann. Ja, das können wir gerne mal probieren. Lass mal kurz auf den Daniel warten, weil der sollte eigentlich jetzt hier in der Nähe sein. Dann der Budo ist, denke ich, schon ganz woanders jetzt. Dann können wir Ja, mal gucken. alles gut, kein Stress. Wo ist Oh, er? das ist ein Zombie. Ach so, der wird verfolgt davon. Oh, ist er? Hat er überlebt? Können wir ihm Hallo. helfen? Hi. Sehr gut. Hallo? Kann man dir helfen? Pass auf. Wo ist mein Speer hin? Lag drauf. Frag mal, ob die uns jetzt sagen können, ob es Sorry, Friendly Patrick, ich Fire höre euch gibt. auch. Kein Problem. Da kommen gleich noch mehr, aufpassen. Problem ist, du hast mich gerade leider auch getroffen. Ich habe noch 38% jetzt. Hat jemand mal einen Lumpen für mich? Ja. Warte, ich Dirty Rags, sag mal Dirty ja. Stripes, die sind aber dreckig, ne? Ich hab einen sauberen. Wo hast du denn die hingetan? Auf dem Boden. Die Fiene hat auch noch auf den Boden gelegt. So knapp ein Stündchen sind wir eigentlich soweit. Jetzt haben wir eine Stunde Vorbereitung gehabt. Dann müsst ihr uns noch anfreunden. Achso, oh ja. Jetzt habe ich schon wieder getrunken und ist mir alles aus dem Mund gelaufen, ne? So, der Daniel ist auch am Start. Daniel hat doch schon zwei Speere. Dann ist dummerweise auch meine letzten Lumpen. Daniel, brauchst du was zu essen? Nee, alles gut. Okay. Ja. Modo, also das jetzt bist du ziemlich angeschlagen, ja? Ja, geht aber. 34. Oh, warte, ich blute. Ich muss mal kurz gucken. Moment. Ich soll mich auch mal verbinden. Was muss man denn machen, wenn man Badabada. Ich habe angeschlagen natürlich ist? jetzt keine sauberen, ne? Das ist. Geschossen, und nicht getroffen. Doch mich. Kopfschüsse, die sind Ja. effektiv. Warte mal, hast du Aber noch ich saubere. war zu nah. Hast du noch saubere Lumpen? Nee, ne? Ich? Ja. 2, 3. Soll ich die schmeißen? Oh, ich mach mal ein Bundle of Rack Stripes. Möchtest du haben? Bundle of Wax. Ich muss gerade kurz gucken, wo überhaupt. Wax Shoes, Boots, wo sind die Verbände überhaupt? Weil ich kacke hier gerade ab. Wo finde ich die Verbände im Crafting-Menü? Ich sehe die gerade nicht, weil ich verliere Leben ohne Ende. Kann ich dir helfen? Jetzt hast du mich auch noch geschlagen! Entschuldigung! Wieso haust du mich? Tut mir voll leid! Da kommen alle drauf, ja, kommt schon. Oh, tut mir leid! Das war richtig mies. Sorry! Also lass mal irgendwie hier erstmal weg, weil hier sind mir zu viele Zombies auf der Ecke. Und vielleicht am besten da mal zur Nähe der Brücke. Da ist nochmal eine Stadt, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen looten. Da kriegen wir vielleicht nochmal ein bisschen Schrott für Munition, Craften und sowas alles. Hat jemand zufällig einen Verband für mich? Ja, also bekommen. Liegt auf dem Boden. Liegt auf dem Boden. Das ist die Wax einfach nur? Wahrscheinlich, ne? Aber meine Keine sind. Ahnung. Die sind sauber. Select, Taken Hands. Patch Also ich Bones, weiß wunderbar. nicht, aber die Zombie-Steaks, die würde ich nicht unbedingt essen. Okay, warum? Welche Auswirkungen hat es?
weiß nicht, ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so unbedingt gut ist. Ich hab die immer gegessen. Kein Problem gehabt. Ja, gut. Dann war wir wurden kein Zombie. Vorsichtig, aber ich esse dann lieber irgendwie Wildschwein oder Esel oder Pferd oder Bär oder Reh oder was auch immer. Aber nicht Zombie. Ja, normalerweise ist das auch so. Ich denke, das kommt noch. Also bis jetzt hat es noch keine Auswirkung. Ja. Zumindest keine großartigen negativen. Also sollen wir in die nächste Stadt oder was? Ja, denke ich mal, da irgendwo in Nähe Brücke, ne? Lauf vor, ich folge euch. Ja, ja. Und versuche keinen zu töten. Ja, er hört dich nicht. Ja, ich weiß, aber... Nähe Brücke meint er ja auch oben rechts lang, ne? Ist das in welche Richtung? Östlich. Ja, also laufen wir erstmal die Straße runter, oder? Oder besser gesagt rauf. Wohin? Ihr geht dahin? Okay. Geht's hier denn was besser? Ja. Wie kann man dir denn helfen? Mir ist nicht mehr zu helfen. Nachdem du mir den Todesstoß quasi gegeben hast, ist alles vorbei. Tut mir voll leid. Das war nicht extra. Ich habe nie gesehen, dass ich das mal ausgerüstet habe. Ja. Das sind Geschichten, die Scam schreibt. Was? Nee, die passiert, wenn man mit mir spielt. Ja, ist doch lustig. Bald werde ich verbannt. Wenn ich jetzt abgekackt werde, ein bisschen blöd gewesen. Oh mein Gott. Dann will keiner mehr mit mir spielen. Ach Quatsch. Mein Leben regeneriert sich ganz leicht. Ihr lauft jetzt nicht mir hinterher, ne? Das wäre voll die schlechte Idee. Wo geht ihr alle hin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Carlos, der wollte zu der Brücke, ne? Und, was soll jetzt südlich, wo wir laufen? Ist doch egal. Ja, Aber wenn ihr mir gefolgt seid, dann seid ihr verlassen, ne? Aber da ist auch nochmal eine Brücke. Beim letzten Querfeldeinlauf bin ich ja in irgendwas reingesprungen. Also ich habe bis jetzt noch keinen Sturzschaden oder sowas gehabt, deswegen... Pilze. Warte mal. Pilze. Hier die Roten, die machen die Hallos. die hier sind, die sind aber gelb und das sind Pfifferlinge. Die Pfifferlinge, ja, die sind gut. Ja, Vitamin D. Komisch, also den Daniel, den höre ich auch recht gut laut und klar. Wir auch. Ein 10-Euro-Headset aus dem Kaufland. Ja, sehr gut. Wir geben wahrscheinlich zu viel Geld dafür aus. Ja. Das teuerste. Wobei, im TS bin ich eigentlich sonst auch relativ gut zu hören. Keine Ahnung, warum das jetzt hier in-game so die schlecht ist. Die kann man ist. Auch essen. Yep, ich wenn ihr es gedrückt hält, dann könnt ihr die auch aufnehmen. Dann müsst ihr die nicht gleich essen. Wir essen alles sofort. Was passiert einem? Bei mir auch schon zu viel. War er satt und hat immer weiter gegessen. Also ein bisschen überfressen, aber das ist nicht so schlimm. Der ist schon wieder am Essen. Komm, du platzt gleich noch. wo läufst du jetzt hin? Da weiter. Was ist hier? Ja, sowieso keiner und keiner spricht mit mir. Ja, warte, komm, bleib doch mal kurz hier. Ich weiß auch nicht. Kommst du? Ja. Was macht er? Was ist da? Ja, hier kann man wohl suchen. Ah. Nichts gefunden. Was habt ihr denn gefunden? Pilze sind zwar ein Essen, was den Magen schnell füllt, aber die sind halt auch sehr schnell verdaut.
Das ist irgendeine Frucht oder sowas. Also, keine Ahnung. Hagebutte? Also, es nennt sich Allium Ursinum. Lateinische Name, Brown Beers Taste. Wamsons heißt das Teil an sich. Keine Ahnung. Kommt nicht in meine Nähe. Ich pick euch alle kaputt. Pika Pikachu, Patsch. Es tut mir leid, aber sowas passiert mir so furchtbar oft, deswegen mag ich nicht gerne spielen, wenn so Friendly Fire Gedings an ist. Ich hatte noch letztens Budo gefragt, ob Friendly Fire on ist oder nicht. Und jetzt wissen wir es. Dann die zwei laufen weiter, er bleibt stehen. Wer weiß denn, wo es hingeht? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Ah, ja, das. Die laufen einfach. Ein. Oh. Bist du noch da? Ich, ja. Links oder rechts? Ah, Daniel kommt. So? Ja. Mit dem Springen, weil da kannst du dich sehr schnell bei verletzen. Und ich glaube, du musst Pipi. Ich glaube, du musst Pipi. Tanzt der rum? Ah ja! Pass auf, die nehmen dich mit. Die Drohne filmt mich. Heimlich. Ja, das bringt's nicht. Pass auf, das Ding prallt ab und dem anderen in den Kopf rein. Pass mal auf. Ja. Was? Wir haben die Sperre draufgeworfen. Und? Wie hieß die Serie? 1000 Dinge, wie man stirbt? Wie hieß die nochmal? Wie bitte? Was sagt er? 1001 Todesursachen oder 1001 so. Todesursachen oder sowas? Da gab es so eine Serie, wie manche Leute blöd abgetreten sind. Keine Ahnung, ich guck kein Fernsehen. Achso. Darwin Awards. Darwin Awards? Ja, aber da gab's eine Serie zu Darwin Awards. Das ist so ein Buch, oder? Nee, das sind auch so Todesfälle. Wie will durchs Küchenfenster wieder reinklettern oder trinkt im Küchenbecken. Weil ihm das Kissen hier das Fenster auf den Rücken schlägt und nach unten drückt. Ich hab eine Katze als Handicap. Warum kann ich die nicht aufsammeln? Ich kann die essen, aber ich kann die nicht aufsammeln. F gedrückt halten, sag ihm das mal. Genau, einfach F gedrückt halten, dann geht's normalerweise. Ja, Stefan, ich glaube, Stefan schreibt, ich glaube, 1001 Wege ins Gras zu beißen. Ja, Viola, komm, geh mal. Stefan, du hast es. Das war's. Irgend sowas war's. Ja, und das war sehr. Da war doch einmal. Wo die Darmspiegelung machen wollten und die haben dem eigentlich gesagt, er soll vorher nichts Blähendes essen und die mussten da irgendwas veröden. Ja. Genau. Und jetzt hat Pumpen gemacht. Ja. Ja, tausendmal gepupst, ja. Dann kam die zündende Idee. Weiß einer von euch, wie man die Energie wieder hochbekommt? Das Leben. Mehr essen. Dann hast du zu viele Kalorien verbraucht. Nee. Ja, essen. Und bei mir beispielsweise ist das Problem, ich bin immer viel zu schwer gepackt. Okay. Vielen Dank. Keine Ahnung, wir haben ja gegessen, aber bei uns ist noch nie hochgegangen, wirklich, ne? Nee, das ist es auch egal, wenn die auf Null ist. Ja, vielleicht meinten die auch die Lebensenergie jetzt. Weiß ich nicht, aber ist egal. Wobei, ich denke mal, Carlos meinte die normale Energie. Der findet auch immer sofort was zum Fressen, ne? Ja, das ist so richtig Survival.
Buch? Was du da? Ich habe aus Versehen auf F gedrückt, als ich durch den Baum gelaufen bin. Ja, beim Vorbeilaufen mal eben Bäumchen fällen. Dann hat er den halt mit zerteilt. Warum auch nicht? Oh, oh. Oh, ist jetzt los? Oh, okay. Oh, Olive! Olive, bei mir ging gerade eine ganze Zeit gar nichts mehr. Ja, bei mir ganz kurz auch. Es hat gehangen. Ja. Wo ist Budo eigentlich? Ach, warum zerteile ich das dann dauernd? Budo? Wird man vielleicht mal schreiben. Ach, sehr gut. Statt Fragezeichen habe ich. Ach so, egal. Du hast gerade zwei Oliven gegessen. Du hast nicht hungrig zu sein. Nein, jetzt bin ich auf Cut gegangen. Sehr gut. Ah. Ja, sonst zu langweilig hier, nicht? Also. Sehr gut. Okay, habt ihr schon mit dem Speer geworfen? Mok, ja, gerade eben. Bist du zielsicher mit dem Speer? So einigermaßen. Wieso, was willst du machen? Kann das nicht. Lass mal auf den Zombie ballern. Also ich habe zwei Stück, aber wenn ich einen verhau und noch einen, dann ist besser, wir haben auch noch einen dritten. Ja, okay, man. Was wollt ihr denn machen? Ich sag, das ist ein Zombie. Sehr gut. Muss ich mal gerade ein Speer herstellen. Meiner ist schon wieder weg. Wo auch immer der hin ist. Shit! Der war elegant daneben. Ich mach nicht mit, ne? Sonst treffe ich wieder jemanden. Wo ist denn der Zombie? Bei dir? Pass auf da, nicht, dass ich dich jetzt haue. Okay. Der ist noch nicht tot, pass auf. Jetzt ist er tot. Es bleibt. Ah, viele Zombies, ja, ich habe nicht bedacht beim Loslassen, dass der noch mit nachzieht. Eine kurze Zeit lang. Ja, mein Speer ging leider nur durch den Arm und nicht durch den Kopf. Also hier ist eine taktische Jacke. Das war dein Speer, ne? Nee, ich meine, du hast getroffen. Meiner ist daneben gegangen. Okay. Ich glaube, meiner ist daneben gegangen. Wo ist mein Speer? Da ist doch noch ein Zombie. Oh. Da hörst du noch Daniel. Ja. Klicker. Ich habe kein Speer mehr, ist das Problem, wenn ich da jetzt mit drauf holze. Ich lass das, ich treffe wieder mit einem Bein. Das ist gleich gegenseitig am Verhauen hier, ey, ehrlich, ey. Jetzt habe ich dich schon wieder getroffen. Du läufst mir auch immer in den Weg. Jo, jetzt bin ich schon selbst schuld. Ich mach das nicht mehr. Gib mir keine Waffen. Ja, ich töte nur andere. Ich hab den Speer nicht geschmissen und dann war der auf jeden Fall schon da. Dann hat's kurz geleckt und dann war meine Ausdauer auch weg. Ey, war ganz komisch gerade. Haben wir den Speer nicht geschmissen? Wir waren gerade bei dem. Ach, keine Ahnung. Bei ihm hat er den, glaube ich, nicht geschmissen. Ach so. Das ist, ich mach nicht mehr mit. Das ist ein Speer, ey. Kopf fassen. Einfach nur im Kopf fassen. Mensch. Ja, ich mach dir da mal einen Speer drauf. Oh, jetzt hast du einen Speer und keinen Stock. Ich schau noch einen. Ja, ich hab zwei Speere noch auf dem Rücken, ey. Ich hab mich die ganze Zeit gewundert. Och, eigentlich? Hast du noch einen Stoffhetzer für mich? So besser. Ich glaube auch irgendwie, dass die haben irgendwie, ist da jetzt ein Bug drin in diesem Sprechen hier im Spiel. Keine Ahnung, also den Daniel höre ich, wie gesagt, gut, den Budo letztens eigentlich auch relativ gut, wenn man nah beieinander steht.
das Ding ist, vorher, wir haben das vorher mal angetestet und sobald ich eigentlich meine Taste zum Sprechen gedrückt habe, wurde das Ding unten grün. Jetzt wird das Ding erst grün, wenn ich spreche. Und das ist komisch, als wäre das Taste drücken mit Sprachaktivierung. Totaler Schwachsinn. Also bei mir ist die grün, auch wenn ich nicht spreche. Ja, bei mir auch. Okay, bei mir nicht. Die Klamotten, die hier rumliegen, kannst du die zerschnibbeln oder braucht die irgendwer? Das sind eh dreckige Lumpen, also da raus kannst du eh nur Seile machen. Okay. Zieh an, was du anziehen kannst. Weil das Ich kann sind dir aber alles. noch was Nee, Sauberes geben. ich brauche einen Verband, weil Fina hat mich wieder getroffen. Ich hab dir einen Verband hingelegt. Ja, hast du? Ja, und Okay. noch einen. Okay, hab, danke, Fina hat schon. Ich sag dann mal bitte, dass ich nicht wieder mitmache. Ach Ich Quatsch. gehe hier so in die Ecke und schäme mich. Wir sollten nicht zu viert auf einen draufholzen, nicht gut. Ach so, wenn ein Zombie kommt, nicht, wenn ich den zum Beispiel jetzt anlocke und mich dann hinlege, dann trifft er ihn nicht. Ihr könnt euch auch verbinden, wenn ihr mal alleine seid. Oder der zweite kann den ganz problemlos töten. Ach cool, das wusste ich auch noch nicht. Danke für den Tipp. Deswegen habe ich mich ja hingelegt. Dann kann der mich probieren zu hauen und ihr tötet ihn einfach. Legt man sich hin? Mit X. Mit X. Bin jetzt deprimiert. Das ist gut. Ja, komisch. Also bei mir wird das echt erst grün, sobald ich spreche. Also Hast du vielleicht bei dir in den Optionen Push-to-Talken wie deaktiviert irgendwie sowas? eigentlich sollte das nicht sein. Ich habe jetzt eben auch extra nochmal nachgeguckt. Sound zum Reden halten aktiviert ein. Das ist also regulär, hat es ja am Anfang auch funktioniert. Ja, schon seltsam. Du hörst, ihr hört mich auch leise, ne? Also wenn du jetzt so mit mir stehst, höre ich dich ganz gut. Ja, Okay. je weiter ich weggehe, umso leiser werdet ihr. Aber ansonsten höre ich euch alle gut. Das ist klar. Okay, bei nee, den Carlos höre Daniel ist immer ich. noch der lauteste. Ja. Und da hinten ist auch noch ein scheiß Zombie. Zwei Zombies. Links ist auch noch einer. Oh ja. Na, ich gehe mal nach links. Okay, ich gehe Ich mit mache den Daniel nach rechten, rechts. diesmal mit dem Speer. Ja, ich probiere es auch. Wenn du nicht triffst, dann versuche ich es. Oh, der Oh, der kommt. läuft drüber. Oh. Ich kann so nicht werfen. Hinlegen. Stimmt, da war ja was. Habe ich Gibt's da dich jetzt noch? getroffen? Nee, oder? Also hing ein Zombie drin, alles gut. Gerne das Licht ausmachen. Ja, dann sieht man uns aber nicht mehr, ist das Problem. Der erste Zombie jetzt heute mit Headshot. Ja, dann würde ich sagen, lass da mal noch hochgehen. Hä? Da sind, glaube ich, auch noch ein Jupp. paar Plantagen, die man ein bisschen ausprobieren kann. Hast du mich nachgemacht? So ein wenig. Warum? Ich hab, weiß nicht, was ich gemacht habe wieder. Ich will was essen. Gib mir was zu essen. Man könnte meinen, es ist ein Schwarz-Weiß spielen, ne? Aber dadurch, dass ich so viel Leben verloren habe, jetzt und es dunkel Wenn ist. ihr findet, bitte Bleiplatten und Metallschrott mitnehmen oder Bescheid sagen, dann nehme ich das mit. Wegen Moon, ne? Hier ist ein Schulrucksack. Möchte ihn jemand Bitte? haben? Wegen Munition craften, ne? Ja, korrekt. Schulrucksack? Ja, ich glaube, der ist. Ich weiß nicht, ob der besser ist als den, den wir jetzt haben. Muss mal gucken, ne? 0,4 Kilo.
Fahrkraft. Also ist er schlechter. Wir haben 0,5. Ja. Aber ich weiß nicht, ob Daniel einen hat. Das ist nur die Kirsche hier, oder was? War schon oben einer drin? War schon einer im Kirschturm? Nee. Doch, ich weiß ja meistens was. Da war nichts. Okay. Tu es nicht! Carlos, spring nicht! Im Leben nicht. Ja, das war klar. Wo müssen wir jetzt hin? Ja, wollen wir mal da runter in die Stadt? Ich glaube, das ist sinnvoll. Was? Ja, genau. Das habe ich letztens vom Regal ausgemacht. Was? Was macht ihr? Ja, komm schnell in die Strunk. Ihr könnt doch die Mechs zum Beispiel oder Zombies mit Steine ablenken, wenn er die werft, in irgendeine andere Richtung. Ja, basic. Alles klar. Naja, du siehst auch schon aus, dass du es öfters gespielt hast jetzt. Ein wenig. Ja, na, meine ganzen Loot sind weg. Ich muss ja heute auch schon wieder neu anfangen. Mehrmals sogar. Das ist schlecht. Mehrmals? Dann, lass uns mal runter in die Stadt jetzt hier. Ich denke mal, da werden wir wohl noch ein bisschen was finden. Fine, falsche Richtung. Danke. Sagst du ihm mal, dass ich nichts hören kann? Du kannst, wenn ich drücke, kann er dich auch hören. Ja, aber ich kann ja nicht immer sagen, drück mal. Fine läuft um meinen Rechner, deswegen kann sie nicht Push-to-Talk-mäßig mit euch kommunizieren. Das ist ein Zombie. Zwei. Oder drei sogar. Ja. Drei Stück. Zwei rechts, einer links. Getroffen. Aber steht wieder auf. Schon mit den Links. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Soll ich dir helfen? Oh, ich hab ihn jetzt. Hab ihn. Guck, ich tue so, als hätte ich dir geholfen. Ja! Das hab ich gut gemacht! Wie ist das bei den anderen? Brauchen die Hilfe noch? Weiß ich, Armeestiefel. Und eine taktische Jacke. Du hast ja, falls du noch nichts hast. Also ich habe hier irgendwas falsch gemacht. Mein Körpermensch hier, da ist absolut kacke beim Zuschlagen. Ich hab Military Boots will ich nehmen. Brauchst du die? Nein. Ich hab schon. These boots are made for walking. So. Tactical Jacket, haben wir auch noch nichts, oder? Sehr gut. Ah, die Kappe nehmen wir auch. Wunderbar, wunderbar. Wie sieht das aus mit Blue Jeans? Also ich habe Workpants, die sind besser, sonst können wir die zerschneiden. Oh, weiß nicht. Aber die sind ja sowieso dreckig. Wann siehst du, dass die dreckig sind? Mann, die sind immer dreckig. Ja, Hagebutte. Aber man kann nicht alles haben. So.